danken, weil du immer bereit bist. Wir haben diese große Freude in uns, weil wann auch immer du redest, es geschieht immer etwas. Denn du sprach und es wird. So, wir beten Gott, lass dein Wort, das Leben ist, das Geist ist, Veränderung bringen in unserem Leben und deinen Segen offenbaren lässt, da wo wir deinen Segen brauchen. Vater, wir danken dir im Namen Jesus Christus. Amen. Heute wollen wir in der kleinen Zeit, die wir haben, bevor wir zum Abendmahl gehen, eine bekannte Geschichte betrachten aus dem Buch Markus Evangelium, Kapitel 5. Markus Evangelium, Kapitel 5, ab Vers 34. Markus Evangelium, Kapitel 5, ab Vers 24. Es ist die Geschichte von dieser Frau, die geheilt wurde vom Blutfluss, aber wir nehmen das Vers für Vers und sehen, wie weit Gott uns heute führt. Ich will etwas betonen, bevor wir anfangen. Es ist wahr, dass die Geschichte in die Bibel sind geschrieben, niedergeschrieben worden, damit wir aus dieser Geschichte etwas nehmen. Es ist zwar die Geschichte einer Frau, die Jesus begegnet ist, deren Leben sich verändert hat. Aber Gott will diese Geschichte benutzen, uns zu zeigen, wie er ist und wie wir ihn auch erreichen können. Die Bibel sagt mir, und er ging mit ihm. Und es folgte ihm eine große Menge nach und sie bedrängte ihn. Hier reden wir von Jesus Christus, der mit Jairus nach Hause gehen wollte, weil Jairus hat Jesus gebeten, mit sich nach Hause zu kommen, weil seine Tochter krank war. Und die Geschichte sagt mir, dass während Jesus zu Jairus nach Hause ging, da waren Menge von Leuten, die mitgezogen sind und sie drängte ihn. Merke das. Ich würde uns bitten, dass wir uns bemühen, auch das Wort heute bildlich zu haben. Dass wir uns es vorstellen, wie tausend von Menschen versuchen, einen Mann zu berühren, zu erreichen und sie bewegten sich. Vers 25 sagt mir weiter. Und da war eine gewisse Frau, die hatte seit 12 Jahren den Blutfluss. Weiter. Und sie hatte viel erlitten von vielen Ärzten und all ihr Gut aufgewendet, ohne dass es ihr geholfen hätte. Es war vielmehr noch schlimmer mit ihr geworden. Es gab eine gewisse Frau. Ich mag dieses Wort. Niemand ist unbedeutend. Es gab, diese Frau hat zwar keinen Namen. Man hat nicht gesagt, wo die Frau herstammt. Man hat nicht gesagt, was die Beschäftigung dieser Frau ist. Aber man hat gesagt, es gab eine gewisse Frau, die Blutflusskrankheit hatte. Diese Krankheit, Blutflusskrankheit, ist es, dass Blut lief regelmäßig raus von ihr. Und Ärzte wissen, das ist nicht gut. Gott hat es so organisiert, dass Frauen vielleicht einmal im Monat für ein paar Tage Blut rausgeben für die Reinigung. Aber wenn eine Frau 12 Jahre lang Blutfluss hat, es ist nicht gut. Was ist Blut für uns? Jesus sagt, das Leben ist im Blut. So bildlich gesehen für uns, diese Frau verliert ihr Leben langsam. Diese Predigt ist nicht für jemanden, dem alles gut geht. Nein, wenn bei dir alles wunderbar klappt, alles ist hundertprozentig picobello, diese Predigt ist nicht für dich. Aber falls du mich heute hörst und bei dir kracht es irgendwo, bei dir hackt es irgendwo, es kann in der Beziehung sein, es kann in deinem Glauben sein, es kann in deiner Gesundheit sein, wo auch immer irgendwas dir die Freude deines Lebens klaut, denn seid herzlich willkommen. Weil diese Frau Probleme hatte. Und bitte, Probleme zu haben, ist normal in dieser Welt.
So, wenn Probleme kommt, das heißt nicht, dass du böse bist. Solange wir auf dieser Erde leben, Probleme werden immer kommen. So, diese Frau hatte dieses Problem seit 12 Jahren und sie ist zu den Profi-Ärzten gegangen. Chefarzt, Oberguru-Chefarzt, Oberdiplom-Chefarzt, Oberfacharzt. Sie hat alle probiert und wenn du Privatkunde bist, du bezahlst viel, oder? Weil damals gab es keine AOK in Jerusalem. So, sie musste alles aus der Tasche bezahlen. Und die Bibel sagt, sie hat alles weggegeben, was sie hatte. Und leider, ihr Problem ist noch schlimmer geworden. Ich sage euch etwas über Ärzte. Die sind wunderbar. Wer glaubt das? Ja, wir haben zwei Ärzte im Raum hier. Die sind wunderbar. Und Gott segne sie. Das Problem ist, sie haben Grenze. Stimmt das? Ein Arzt kann dir sagen, Herr Theophilos, es tut uns leid, wir können Ihnen nicht mehr helfen. So, diese Frau hat das mehrmals gehört. Menschen haben Grenze. Dein Mann ist stark und toll, aber er hat Grenze. Dein Pastor, oh, er kann vorher nicht predigen. Oh, wenn er predigt, er schwitzt und redet schnell, aber er hat Grenze. Die Stadt hat Milliarden von Euro auf dem Konto, aber die Stadt hat Grenze. Und die Bibel sagt uns, diejenigen unter uns, die so weit gekommen sind, wo niemand uns mehr helfen kann, Bank kann nicht helfen, Arzt kann nicht helfen, Tablette kann nicht helfen, Pastor kann nicht helfen, Gemeinde kann nicht helfen. Die Bibel lässt uns wissen, es ist nicht unnormal, weil sie nicht helfen können. Warum? Sie sind nicht Gott. Und wenn du hier bist und du hast Leute, die auf dich schauen um Hilfe und du kommst zu deiner Grenze, sag denen, tut mir leid, ich kann dir nicht helfen. Es ist nicht ein Zeichen für Schwäche, es ist ein Zeichen für Ehrlichkeit. Wenn ich da sage, Bruder, ich liebe dich so sehr, aber ich kann dir nicht helfen, bitte glaub mir, weil Menschen haben Grenze. Aber lass uns weiterlesen über diese Frau. Weil wenn wir hier bei diesem Vers gestoppt hätten, hätten wir gesagt, es ist vorbei mit der Frau. Irgendwann wird die Frau sterben. Gib mir weiter, Vers 27. Als sie nun von Jesus hörte, kam sie unter dem Volk von hinten heran und rührte sein Gewand an. 28. Denn sie sagte sich, wenn ich nur sein Gewand anrühre, so werde ich geheilt. Ich will, dass wir uns vorstellen, was für eine Situation diese Frau, in der sie sich befunden hat. Es gab keine Hoffnung mehr. Alle Leute haben gesagt, es ist vorbei. Die Ärzte haben gesagt, es ist vorbei. Aber diese Frau hat von Jesus gehört. Das Problem dieser Gesellschaft ist, sie hören nicht von Jesus. Aber Gott hat dich heute hier gebracht, damit du von Jesus hörst. Pastor Pascal, was meinst du? Jeder Pastor von Jesus? Nee. Was haben sie von Jesus gehört? Lass mich dir erzählen von Jesus. Denn die Bibel sagt mir, muss nicht aufschlagen, Apostelgeschichte Kapitel 10, Vers 38, wie Gott Jesus Christus mit dem Heiligen Geist und Kraft gesalbt hat und er ist überall gegangen und heilte alle, die vom Satan geplagt waren, denn Gott war bei ihm. Der Jesus, den ich da heute vorstelle, er ist ein Heiler. Alle, die zu ihm kommen, er hat sie geheilt. Lese in der Bibel. Der Jesus, von dem ich heute dir erzähle, er ist ein liebvoller Mensch. Er vergibt immer. Sogar als Mann eine Frau zu ihm gebracht wurde, die in der Ehebruch erwischt wurde, Jesus sagte ihr, ich verdamme dich nicht. Dieser Jesus, von dem ich erzähle, er ist zum Grab Lazarus gekommen. Und dieser Lazarus war schon 4 Tage gestorben und stinkte. Und dieser Jesus hat ihn zurück ins Leben gebracht. Ich meine, der Jesus, von dem ich rede, er hat eine Evangelisationsveranstaltung. Und da waren mehr als 5000 Männer plus Frauen und Kinder. Und es gab nur 2 Fische und 5 Brote. Und dieser Jesus segnete das Essen und
alle haben satt gegessen. Ich meine, dieser Jesus, von dem ich rede, er war bei einer Hochzeit und Wein war alle. Und bei einer jüdischen Hochzeit, wenn es keinen Wein gibt, es ist Katastrophe. Und dieser Jesus hat Wasser ins Wein gemacht. Dieser Jesus, von dem ich rede, man brachte zu ihm einen Menschen, der nicht nur blind war, hatte keinen Augenapfel. Und dieser Jesus macht mit seinem Spuck Brei mit der Erde und hat das auf seine Augen geklebt. Und dieser Mann sieht weiter. Soll ich weiter erzählen von diesem Jesus, den ich weiß? So, du kannst nicht von so einem Jesus hören und du hast keine Erwartung. So, ich weiß nicht, wie man dir Jesus vorgestellt hat. Das ist der Jesus, den wir hier kennen. So, diese Frau hat gehört. Verstehst du mich? Diese Frau saß und schaute ARD, Rot, ZDF, Rot, Zeitung, Rot. Und irgendwo gab es einen christlichen Kanal, einen unbedeutenden christlichen Kanal. Und sie hörte von einem Mann, Jesus. Und Leute geben Zeugnis. Ah, ich war bei Jesus gestern und er hat mich am Kopf berührt. Ich weiß nicht, was er mit mir getan hat, aber mein Kopfschmerz ist verschwunden. Ein anderer Mann kommt. Ah, ich war bei Jesus gestern. Siehst du, das ist meine Krücke. Ich bin seit 3 Jahren lähm, aber nun, ich kann laufen. Und die Frau hörte und hörte. Und da kommt eine andere Frau. Ich bin ein Gläubiger. Ich bin einkaufen gegangen. Ich habe meinen Küchenroller vergessen. Und da kam ein anderer Mann und gab mir noch mehr Küchenroller. Und die Frau überlegte. Und dann kommt er, ich bin ein Gläubiger, ich suche Arbeit und ich habe einen Traumjob, den ich unbedingt haben will. Und ich habe zu dem Jesus gebetet und hat mir diesen Traumjob gegeben. Halleluja, ich habe Arbeit. Die Frau sagte, nein, zu diesem Jesus will ich gehen. Halleluja. So, sie hat was gehört. Bitte, Gläubige, was erzählst du von Jesus, über Jesus? Bitte, wenn du von Jesus erzählen willst, erzähle von dem Jesus, den ich kenne. Überall, wo Jesus aufgekreuzt ist, da ist Licht und Finsternis verschwindet. Lass die Situation und die Erfahrungen dich nicht belügen. Jesus heilt alle. Jesus zerstört die Macht des Satans. So, diese Frau mit diesem Wissen und kam. Aber da waren Mengen von Leuten. Und die Frau drängte sich. Die Bibel sagt, sie kam von hinten. Die gute Sache mit Gott ist, es ist egal, wie du kommst. Wichtig ist, du bist gekommen. Halleluja. Ob du vorne sitzt, wo du Pastor Spuk regelmäßig bekommst, oder ob du da hinten sitzt, egal wo du sitzt, solange dann die Ordner dir erlauben, da zu sitzen, Jesus kann dich da erreichen. Ob du neu im Glauben bist oder alt im Glauben bist, egal wie du gekommen bist, Jesus ist immer noch da für dich. So, diese Frau hat sich gesagt, wenn ich ihn nur berühren würde, ich würde geheilt. Die Frau hatte eine Erwartung. Sie war sicher. Sie hat gehört. Sie hat geglaubt und sie ist gekommen. Hast du heute eine Erwartung? Denn wo es keine Erwartung gibt, kann nichts geschehen. Erwartung ist wie eine Schwangerschaft. Es ist hundertprozentig unmöglich, dass eine Frau, die keine Schwanger ist, zum Kreissaal geht und sagt, ich will ein Kind gebären. Man wird Polizei anrufen und man gibt mir eine komische Jacke. Man zieht ihm diese Jacke an und man führt ihn weg. Die Frau muss verrückt sein. Aber das ist unser Problem in den Gemeinden. Viele kommen zum Gottesdienst. Sie haben keine Erwartung, aber sie wollen was sehen. Was erwartest du heute? Hast du eine Erwartung? Oh, du bist zum Pastor Pascal gekommen. Nein, das kommt nicht zum Pastor Pascal. Die Bibel sagt, wo 2 oder 3 sich in meinem Namen versammelt, da bin ich. Wir sind hier gekommen, Jesus zu begegnen. Diese Frau hat eine Erwartung. Und sie hat sich gesagt, wenn ich ihn berühre, ich wurde geheilt. Sag mir weiter, lass uns sehen, was geschehen ist. Vielleicht hat es sie weggeschickt. Und sogleich vertrocknete die Quelle ihres Blutes. Und sie merkte es am Leib, dass sie von der Plage geheilt wurde. Sogleich, sofort vertrocknete die Quelle. Ich will, dass wir was merken. Nicht das Blut ist vertrocknet worden, die Quelle, das heißt, wo das Blut herquellt, Gott hat das gestoppt.
Wie sie war Paracetamol tut. Paracetamol. Wer kennt Paracetamol hier? Okay. Paracetamol behandelt nur Symptome. Habe ich recht? Ich habe Kopfschmerzen. Vielleicht irgendwas in mir funktioniert nicht. Paracetamol behandelt nur diese Kopfschmerzen. Aber das Problem ist immer noch da. Darum, wenn man zum Arzt geht, sie machen Bluttests, sie machen alle Tests, Röntgen, alles was machen, um zur Quelle zu kommen. Was ist die Ursache dieses Problems? Ist ein Arzt, der das bestätigen kann. Wenn du zu Jesus kommst, er geht zu der Wurzel deines Problems. Wo auch immer die Wurzel ist, er behandelt das und er macht das kaputt. Hiob sagt mir, wenn du einen Baum haust in der Mitte, solange dieser Baum noch Wurzel hat, der Baum wird wieder lebendig sein. Und Gott sagt, der Baum, der hat Krankheit in deinem Leben, ich werde das entwurzeln. So, diese Frau hat Jesus berührt. Nun, lass uns die Geschichte zu Ende lesen, denn reden wir zwei, drei Sachen über diese Frau noch. Wo sind wir? Vers 30. Jesus aber, der in sich selbst erkannt hatte, dass eine Kraft von ihm rausgegangen war, wandte sich sogleich inmitten der Menge um und sprach, wer hat mein Gewand angerührt? Da sprachen seine Jünger zu ihm, du siehst, wie das Volk dich drängt. Und du sprichst, wer hat mich angerührt? Und er sah sich um nach der, die das getan hatte. Aber die Frau kam mit Furcht und Zittern, weil sie wusste, was an ihr geschehen war. Und warf sich vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Er aber sprach zu ihr, Tochter, dein Glaube hat dich gerettet, geh hin im Frieden und sei von deiner Plage gesund. Das Endergebnis ist, diese Frau ist geheilt. Aber habt ihr was bemerkt? Dass Jesus musste fragen, wer hat ihn berührt? Jesus hat nicht gewusst. Wie kann das passieren? Die Bibel lässt uns das so sehen, weil manchmal Gott erwartet, dass wir etwas tun. Weil also wir wunderbare Christen erwarten, dass Gott alles tut. Wir kommen am Sonntag, wir setzen uns hin und wir erwarten, dass das Lobpreisteam tolle Musik macht und dass einfach kommt der Prediger. Er muss heute mal eine feurige Predigt halten für mich. Und wenn der Prediger gepredigt hat, der soll mal für mich beten. Aber Jesus hat dieser Frau nichts gesagt. Jesus hat gar nicht gewusst, ob diese Frau hinter ihm war. Jesus hat dieser Frau keine Hände aufgelegt. Aber diese Frau hat durch ihren Glauben von Jesus genommen, was sie brauchte. Diese Frau hat durch ihren Glauben von Jesus genommen, was sie brauchte. Und Jesus hat ihr gesagt, dein Glaube hat dich gesund gemacht. Steht das in deiner Bibel? Jemand sagte, ach, Pastor Pascal, ich muss wieder was machen. Kannst du nicht einmal predigen, dass ich nichts tun muss? Es ist in der Bibel. Wie kann ich Jesus berühren? Das ist die Frage jetzt. Ich kann ihn nicht sehen. Wie kann ich Jesus berühren? Pastor Pascal, ich würde durch die Menge mich drängen, um ihn anzufassen. Ich würde das tun. Ich würde über dem Kopf laufen. Ich würde sie wegschieben. Aber zeig mir, dieser Jesus, ich bin bereit. Nummer eins. Hast du wirklich Hunger nach deiner Lösung? Nach der Lösung deines Problems? Hast du wirklich Hunger? Weil heutzutage, man lernt, wie man mit seinem Problem lebt. Und wir haben viele Angebote in der Stadt, die das Mitleben mit Problemen einfacher macht. Bist du wirklich hungrig danach, zu sagen, nein, das Ding gehört mir nicht. Ich habe von Jesus gehört, ich will das haben, was er will. Weil dein Hunger ist die Kraft hinter deinem Glauben. Dein Hungern nach Antwort und Lösung ist die Kraft hinter deinem Glauben. Viele glauben, weil der Pastor gesagt hat, man soll glauben.
Aber glaubst du wirklich, weil du wirklich das Ding brauchst? Weil wenn du das Ding wirklich brauchst, du wirst bereit sein, alles zu tun, zu bekommen, was dir gehört. Laut dem jüdischen Gesetz, diese Frau normalerweise hat nichts zu suchen, wo Menschen sich versammelt. Weil in dem jüdischen Gesetz, diese Frau war unrein. Wer kennt diese Gesetze? Aber es war ihr egal, was die Gesetze sagt. Es gibt natürliche Gesetze, die uns heute hindern, die uns nicht erlaubt, Gott zu erleben. Ich kenne dieses Zeugnis. Ich habe 10 Jahre lang diese Rückenschmerzen bei mir. Seit 88. Als ich noch Torwart war, hat dieser böse Stürmer mir boom einen Rücken gegeben. Ich habe das 10 Jahre lang getragen. Ich bin zum Arzt gegangen. Der Arzt sagt mir, es gibt nichts, was man machen kann. Und eines Tages im Gottesdienst. Ich bin kein Pastor, ich war Student. Aber wir haben Gott gelobt und wir haben getanzt. Und wir haben getanzt und ihr wisst, manchmal ich tanze, manchmal oder immer. Und ich merke es, ich tanze. Und da kam die Kraft auf mich, boom, ich bin auf den Boden gefallen, boom. Niemand hat mich berührt. Und ich stehe auf. Rückenschmerzen ist vorbei bis heute. Ist vorbei bis heute. Ich konnte Jesus berühren durch mein Tanzen. So, wenn wir sagen, tanzen, du tanzt nicht, um mir etwas zu tun. Es gibt ein Gesetz in Deutschland. Wir Deutsche, wir sind ruhige Leute. Wir sind Introvert. Obwohl nicht im Stadion. Weil im Stadion schreien sie und jubeln sie. Und es gibt eine Lüge, die wir seit langem gehört haben. In der Gemeinde muss man bescheiden sein. In der Gemeinde darf man nicht laut reden. Breche diese ganzen Gesetze. Mach diese Gesetze kaputt. Geh nach Jesus. Schrei Halleluja. Springe hoch. Suche ihn. Umarme ihn. Lass etwas von dir rausgehen zu Jesus. Jesus ist hier. Und er wartet auf dich, dass du ihn berührst. Warum muss ich ihn berühren? Er hat seinen Teil gemacht. Am Kreuz sagte er, es ist vollbracht. Meine Aufgabe ist erledigt. 1. Petrus 1-3, die Bibel sagt, dass Gott uns alles gegeben hat, was wir benötigen für Leben und Gottseligkeit. So, alles ist gegeben worden. Und wo ist Jesus? Er sitzt auf seinem Thron seines Papas mitten unter uns. Und er sagt, Jungs und Mädels, steh auf, berühre mich. In deinem Schlafzimmer, du kannst auf das Knie gehen und Jesus im Gebet berühren. Flehe ihn an, suche ihn an, strecke dich aus nach ihm. Denn er sagt, wer mich sucht mit seinem ganzen Herzen, wird mich finden. So, diese Frau ging nach Hause geheilt. Du kannst heute nach Hause gehen, geheilt sein. Heute feiern wir Abendmahl. Was ist Abendmahl? Abendmahl ist das letzte Mal, das Jesus mit seinen Jungs hatte, bevor er zum Kreuz gegangen ist. Und bei dem Abendmahl hat er gesagt, das Brot ist mein Leib. Das Blut, so dass der Wein, ist mein Blut. So wer dieses Brot isst, ist mein Leib. Und Jesus' Leib wurde gebrochen, damit wir ganz bleiben. Die Bibel sagt mir in Jesaja 53, dass durch seine Wunde wurden wir geheilt. Und sein Blut wurde gegeben, nicht nur für die Vergebung unserer Sünde, auch, sondern für eine Waffe gegen Satan. Denn in Offenbarung Kapitel 12, die Bibel sagt, und sie haben ihn überwunden durch das Blut des Lammes. Heute sind wir eingeladen zum Kreuz, zum Abendmahl. Es ist eine Zeit, Jesus zu berühren. Ich weiß, manchmal sagen wir, dass Abendmahl zu Sakrament gehört. Hier geht es nicht um Sakramento. Hier geht es um Glauben. Was will ich machen mit Abendmahl? Was erwarte ich? Vielleicht lass uns Johannes Kapitel 6 sehen. Johannes Evangelium Kapitel 6. Vielleicht können wir ein oder zwei Verse über das Abendmahl lesen. Das soll in uns Glauben auferwirken, damit wir einige Sachen bekommen. Johannes Kapitel 6, Vers 54.
Johannes 6, 54. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat ewiges Leben. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. 55. Denn mein Fleisch ist wahrhaftig Speise und mein Blut ist wahrhaftig Trank. 56. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. So, Abendmahl ist nicht Kekse oder Brötchen. Es ist Jesus Leib. Ich habe euch diese Geschichte erzählt, wo ich mehr als 3 Tage, wenn ich auf Toilette gegangen bin, da kam nur Blut raus. Ich weiß gar nicht, warum ich daran gedacht habe. Ich habe keinen Spaß, immer zum Arzt zu gehen. Wenn es um mich geht, Ärzte werde arbeitslos sein. Weil man wartet zu lang, 2 Stunden beim Arzt. Promise. 2 Stunden. Man kann etwas Gutes machen. So, darum war ich nicht beim Arzt. Denn meine Schwägerin, hör mal zu, zum Arzt gehen ist nicht schlecht, okay? Geh zum Arzt. Ist okay? Ich sage mir nur, ich sage Gott, lass mich diese 2 Stunden sparen. Ich kann etwas Gutes machen. Statt 2 Stunden beim Arzt zu sitzen, ich kann 2 Stunden evangelisieren. Welches besser? Evangelisieren. So, Gott muss mich heilen. So, das ist mein Deal mit Gott. Wir haben ein Deal. So, an diesem Tag, ich nahm Abendbrot. Abendmahl, bitte merke es. Abendmahl kannst du auch bei dir zu Hause machen. Du brauchst keinen Pastor. Hallo? Ich nahm Brot, Toastbrot. Gut geschnitten. Apfelsaft habe ich zu Hause. Ich segne das als Abendmahl. Und ich nehme es und das war vorbei mit Blut. Warum? Weil ich das im Glauben genommen habe als meine Medikamente. Smith Wigglesworth, wenn ihr ihn kennt, ein Glaubensheld, der war bei ihm jeden Tag Abendmahl. Jeden Tag. Jeden Tag Abendmahl. Auf diese Ebene will ich kommen. Der war nie mehr als 30 Jahre beim Arzt. Was, wofür? Denn es gibt Kraft im Blut Jesus Christus. Es gibt Kraft im Jesus Leib. Und diese gute Sache mit Jesus Blut und Leib ist, heilt nicht nur Krankheiten, heilt auch Ehelosigkeit, heilt auch Arbeitslosigkeit. Denn das Kreuz ist Antwort für alle. So, nicht nur körperliche Krankheit, auch seelische Krankheit, auch finanzielle Krankheit. Denn warum? Jesus sagte, es ist vollbracht. So, heute wollen wir uns aufmachen. Gibt es etwas in dir, was du willst? Gibt es etwas? Gibt es etwas, was du willst und was René nicht machen kann, was Susi nicht machen kann, was Seehaus nicht machen kann, was die Stadt nicht machen kann? Gibt es etwas, was du willst? Es ist Zeit, zu Jesus zu kommen. Er kann es. Die Bibel hat nicht gesagt, dass diese Frau heilig war. Steht das da in der Bibel? Nee. Sie kam von hinten. Sie war nicht die Frau von vorne. Sie kam von hinten. Weil so heutzutage Leute, die hinten sind, Leute, die nicht. Ich weiß nicht, ob es bei euch in Deutschland ist. Als ich in der 10. Klasse war, es gab Klasse A bis F. Und die Besten waren immer in Klasse A. Die nächste Beste in Klasse B. Wer kann schätzen, welche Klasse ich war? F. Lehrer haben keine Lust, zu uns zu kommen. So, wir haben viele Ausfall. Und das stört uns nicht, hat uns nicht gestört. Lehrer, oh, Halleluja, Lehrer ist nicht da. Wir haben nicht Halleluja gesagt, aber wir haben uns gefreut. Aber Gott, seine Hand ist lang genug, an hinten zu gehen, um mich zu nehmen und vor euch zu stellen, euch das Wort des Herrn zu geben. So, lass deine Situation dich nicht belügen. Verstehst du mich? Du kommst zu Gott. Erwarte von ihm. Und du wirst überrascht sein. Was Menschen über dich sagen, lass das dich nicht stören. Er sagt, komm zu mir, alle, die mühselig und beladen sind. Ich werde euch Ruhe geben. Komm zu mir, alle.
Heilige alle, Unheilige alle, Gläubige alle, Ungläubige alle, solange du zu mir kommst mit Erwartung, ich bin der Gott, der alle Menschen geschaffen hat. So, das wollen wir beim Abendmahl heute machen. Wir wollen das als Zeichen unseres Glaubens nehmen. Wenn du raus hier kommst zum Abendmahl und du nimmst das und tust in deinen Mund rein, nimm es im Glauben und erwarte etwas. Bitte, bitte. Ich nehme das Paracetamol als Beispiel. Wenn du Paracetamol genommen hast, du weißt, du hast was genommen und du hast Erwartung, dass der Schmerzen soll in den nächsten Minuten verschwinden. Aber Gott sei Dank, Jesus Leib und Jesus Blut ist größer als Paracetamol. Bitte, baue keine Grenze für Gott. Ich werde mit uns kurz beten, dann werden wir jetzt miteinander beten, dann werden wir Abendmahl feiern. Vater, wir danken dir für dein Wort. Jesus, ich bete, dass wie diese Frau Mut gehabt hat, sich aufzumachen und nach dir zu trachten, dich zu berühren, schenkt uns diese Kraft und Gnade, dass egal, wo wir uns befinden, egal, wie die Situation ist, dass wir Mut sammeln und nach vorne kommen zu dir, in unseren Gemeinden, auch in unserer Kammer, dass wir uns nach dir ausstrecken, um dich zu empfangen. Vater, wir bekennen heute, dass du wunderbar bist und deine Liebe hat keine Bedingung. Wir bekennen heute, dass du mächtig bist und bei dir ist kein Ding unmöglich. Alle, die zu dir kommen, sie bekommen Lösung ihres Problems. Und das ist unser Anteil heute im Namen Jesus. Amen.